Ich habe mit meinem Berater, mit meinem Manager, mit dem Herrn Wittmann, habe ich ja darüber gesprochen. Und es ist natürlich auch irgendwann so, verarschen lassen wir uns auch nicht. Das ist ganz klar, irgendwann, vielleicht wollen wir irgendwann nicht mehr. Das kann natürlich auch sein. Wenn er meint, dass das der richtige Stil ist, dann kann er das machen, aber nicht mit Bayern München. Im Dezember dann ein weiterer Tiefschlag für Mario. Ausgerechnet am Tag seiner Hochzeit verkündete der Teamchef das Aufgebot für die USA-Reise. Der Name Basler fand sich nicht darin. Mein Auto müsste sein, könnt ihr euch immer ein bisschen benehmen? Seine Nichtberücksichtigung wollte Erich Ribbeck auch nach Monaten nicht verzeihen. Am Telefon im Dezember, wo wir gesprochen haben, da konnte man keinen vernünftigen Grund nennen. Da hat er mehr oder weniger nur ein bisschen gestottert. Es wird nicht über Leistung entschieden, dass man zur Nationalmannschaft kommt, sondern wahrscheinlich muss man zu allem Ja und Amen sagen. Dann hat man bessere Chancen. Bei Bayern indes schoss sich Mario den Frust von der Seele. Tore sind eben manchmal die beste Medizin. Wir haben ganz viel Angst. Bundestrainer hat ja prophezeit, der Jürgen. Schießt das Tor heute. Der hat richtig Ahnung vom Fußball. Ja, der Bundestrainer, nein, ganze Ahnung hat er nicht, weil er ja heute zwei gemacht hat. Der Bundestrainer hat gesagt, ich schieße heute nur eins. Sagen Sie mir was, ich sage Ihnen das, ich sage Ihnen alles nach. Was soll ich sagen? Nochmal würde ich sicherlich nicht machen. Sie machen es fast täglich. Es sei denn, die beiden Jungs kommen zu uns und sagen, wir machen es auch für die Hälfte. Na, dann haben wir es ja gemacht. Ja, können wir es gerade im Laufen machen? Ah, ich mache das in der Pressekonferenz. Ne? König Otto von Bremen hat so lang und gut regiert. War mehr als ein Trainer, wusste es immer, was passiert. König Otto von Bremen, du nimmst jetzt deinen Hut. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Otto finde ich gut. Otto Erwin! Otto Erwin! Fans und Mannschaft sangen für ihren Trainer ein Abschiedslied. Einmalig im harten Profigeschäft. Da kann man feuchte Augen bekommen. Es geht schon unter die Haut. Sogar ein Denkmal wurde Rehagel, dem König von Bremen, gesetzt. Bis heute noch ist er dort der Größte, na sagen wir der Allergrößte. Den Meister Bremen gab es nach ihm nicht mehr. Nur zahllose Übungsleiter, die sich an seinem Erbe die Zähne ausbissen. Und an seinen Sprüchen sowieso. Ich bin nach wie vor super motiviert und ich arbeite gerne bei Werder. Natürlich, wenn Sie mir sagen, wissen Sie was, ist alles scheißegal, im Grunde genommen, Hauptsache nach vorne spielen, dann spielen wir nach vorne, kriegen wir einen Sechser, dann sind Sie zufrieden. Dann rufen sonntags die Journalistin Herr Dr. Böber an und sagen, wann wollen Sie endlich einen Rehagel entlassen? Und so machen wir das immer, wenn Sie sich anständig benehmen, werden Sie anständig behandelt, machen Sie einen scheiß Kommentar, dann werden Sie erstmal auf Sparflamme gesetzt. Das war ganz einfach. Wir wollen immer gewinnen. Die dümmste Frage, die die Journalisten stellen, ist immer, wollen Sie gewinnen? Dann sage ich, nee, wir wollen verlieren. Sie können fragen, was Sie wollen. Ich frage, was ich beantworte. Helfen Sie uns, klären Sie uns einmal auf. Es gibt dieses Gerücht, dass Sie als Teammanager nach Dortmund gehen am Ende der Saison. Was ist dran oder was ist nicht dran? Sagen Sie es uns einfach. Also, liebe junge Dame, wissen Sie, ich muss nicht zu jeder Spekulation, die von Journalisten in die Welt gesetzt wird, gebe ich gar keinen Kommentar. Ja, aber von Ihnen haben wir noch nichts gehört. Kein Überfalljournalismus, das habe ich gar nicht gerne. Das ist typisch der linke Trick von Radio Bremen. Aber sagen Sie uns doch mal, ob Sie nun gehen oder nicht. Es ist schon amtlich, aber von Ihnen haben wir es noch nicht gehört. Ihnen werde ich es doch nicht sagen. Aber Bremen liebt Sie und von Bremen, Bremen erwartet. Stören Sie uns doch bitte nicht bei der Arbeit. Bleiben Sie anständig, so wie Sie es von Ihren Eltern beigebracht bekommen haben. Es könnte natürlich sein, das ist ganz klar, das hat es immer mal gegeben, dass irgendwelche Leute vielleicht mal eine Kaptagon geschluckt haben, aber das haben sie, die Profis sind ja keine Ärzte, die haben sie irgendwann mal, hat es einer jemandem aufgeschwatzt und gesagt, nimm du mal Kaptagon, da kannst du spielen, das ist alles Blödsinn, mit Kaptagon schießen sie keine Tore. Also wenn einer gut laufen kann, dann nimmt Kaptagon und rennt dann wie so ein Geisteskranker, dann mache ich hier die Stadiontore auf, dann rennt er in die Weser. Das ist doch eine Schweinerei, ist das? Hau doch ab, Leute. Hauen Sie ab. Sonst kommt nie mehr wieder jemand zu Ihnen zum Fernsehen, damit Sie klar sehen. Wenn Rehagel sagt, der Ball ist eckig, dann ist für uns der Ball eckig. Ja? Das zweifeln wir auch nicht an. Die Entscheidung, die ich treffe, die sind immer richtig. Ich kann da auch ein Lied drauf halten. Bitte. Ja.
Er muss... Das ist eine Sauerei ohnegleichen. Wir lassen uns nichts gefallen. Und diese Scheinheiligkeit, die in dieser Gesellschaft ist, die kotzt mich langsam an. Das war mir ein Herzensbedürfnis, das mal loszuwerden. Der Große war auch mal ein kleiner Uli. Früh machte er auf sich aufmerksam, als er seinem Bruder einen frischen 10-Mark-Schein für 11,30 Mark verkaufte. Mit 27 verlegte er sich darauf, seine Rivalen vom Schreibtisch aus auszutricksen. 1995 kaufte er Bremen den Meistertrainer weg und schmiss ihn dann gleich wieder raus. Werder wurde danach nie wieder Meister. Genial, was? Und seine Sprüche lösten stets wahre Revolutionen aus. Der Degenrassler vom Managertisch des FC Bayern. Er ließ seine Emotionen stets wie Kanonensalven auf die Gegner los. Doch, und das gehört angemerkt, er hatte meistens recht. Der Hoeneß Uli, ein wahrer Che Guevara unter den Wortschöpfern der deutschen Fußballelite. Christoph Daum schon wieder im Nacken, der kann morgen mit einem Sieg an euch vorbeiziehen. Wie finden Sie das? Doch gar keine Angst. Also der kann noch 100 Jahre spielen, der wird uns nie überholen. Wenn man auf ein Ziel hinarbeitet und alles dafür tut, wird man auch irgendwann dafür belohnt werden, selbst wenn es dann an Herrn Hoeneß nicht schmeckt. Wir können, glaube ich, ein tolles Weihnachtsfest feiern, wenn wir jetzt noch den Daumen von der Spitze verdrängen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ohne einen Sieg gegen Herrn Daum würde ich... nicht glücklich sein an Weihnachten. Stimme, die auch da war. Im Großen und Ganzen ist er eben zurückgekommen und hat gesagt, da war eine tolle Stimmung, da waren 5000 Menschen, die waren aber nicht ganz. Aber den einen hat er wieder gebracht. Aber er hat auch einen anderen. Ja, er hat aber 4000 waren wahrscheinlich positiv. Das ist unser Problem. Da, Herr Kürten, das ist das Problem. Das ist aber doch manchmal einen auch gar nicht... Einen von 4000 hat er uns aber wieder vorgeführt, Uli, und hat gesagt, die haben wieder Scheiße gebaut. Das ist aber doch manchmal auch gar nicht ernst zu nehmen, was ein Einzelner sagt. Und so ist es ja nun auch wieder nicht, dass jetzt alle sagen, siehste, so doll war das dann nicht mit der Nationalmannschaft. Man muss, ich glaube, da auch wohl unterscheiden können. Palm, ich höre jetzt haben wir uns ja schön hier in der Wolle, ist doch herrlich. Jetzt gehen wir zu dem Sepp, da ist er, Michael Palm. Komm her. Michael Palm hat es am Stuhl nicht gehalten, ich finde das in Ordnung. Nein, ich meine, natürlich würde ich gar nicht was zu sagen. Dieser eine Mensch, der da auftritt, der ist ja da. Ich habe auch nie behauptet, dass also alle Leute der gleichen Meinung waren. Ja, aber es ist so schön, das jetzt hier ganz clever, weil es zurzeit sehr einfach ist, ja? Mit der schlechten Leistung und Geld, das in die Probleme zu bringen. Das ist relativ einfach. Was ich Ihnen vorwerfe mit dem einen, Sie machen einen Bericht über die derzeitige Situation, was in Saarbrücken jetzt im Moment los ist. Im Großen und Ganzen ist da relative Begeisterung vor dem Spiel morgen. Und Sie nehmen einen raus und hauen die Nationalmannschaft wieder in die Pfanne. Nein, und das ist der Trend bei Ihnen und beim ZDF. Der hat natürlich in den letzten Wochen einen Riesenfehler gemacht. Denn der will ja bei Bayern oder wollte was werden. Nur solange Karl-Heinz Rummenigge und ich in diesem Verein was zu sagen haben, wird er nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Jedem, der mich fragt, wo ich wohne, dem erzähle ich auch von den Kühen, weil ich das einmalig finde. Komm mal her, Mädels. Guck mal. Hey. Warst du schon mal in London? Na, ich auch nicht. Guck mal, wollen wir nach Madrid? Ja? Oder Barcelona? Hier ist Rom. Da wollen wir hin. Halt fest. Ja. Nicht mehr drehen. Nicht mehr drehen. Nicht drehen, Alter. Nur festhalten. Super Fisch, Alter. Ein super Fisch. Super Fisch. Ein paar Worte jetzt auch noch von Horst. Liebe Freunde, ich sehe also auf der Westkurve so ein schönes Plakat. Und ich muss also sagen, nicht Sie haben mir zu danken, sondern ich habe Ihnen für diese 5 Jahre zu danken. Sie waren immer ein super Publikum und ich hoffe, dass Sie den Verein auch weiterhin unterstützen werden. Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank.